So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Ultramond. In den letzten Parts haben wir die ganzen Bosse besiegt und jetzt fehlt nur noch der Boss aller Bosse. Jesus! Den haben wir natürlich nicht besiegt, aber ich dachte, der taucht nicht mehr auf. Umso glücklicher bin ich, dass er doch noch auftaucht. Ich heile also her, um der Ursache dieses Lärms auf den Grund zu gehen. Und was müssen meine Augen erblicken? Die Tür zum innersten Bereich ist sperrangelweit geöffnet. Die Bosse aus den anderen Welten sind mir eine weit geringere Hilfe als erhofft. Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Und wie geht es meiner Mutter? Mutter? Ich gehe wohl recht in der Annahme, dass es sich bei dir um das werte Fräulein Tochter der Präsidentin handelt, ja? Mein Name lautet Jesus und ich stehe Team Plasma vor. Ich wurde aus einer anderen Welt in die hiesige gerufen, genau wie die Bosse, die ihr auf eurem Weg hierher besiegt habt. Sei indes unbesorgt, mein Kind. Deine Mutter schläft weiter hinten ganz wohlig und behaglich. Mutter! Helfet ihr was? Ich will ihr helfen. Nichts da. Gehen Sie mir aus dem Weg. Hier und jetzt findet eure Reise ein jähes Ende. Ich lasse euch keinen Schritt weiter. Ich habe mir lange das Hirn darüber zermartet, welcher Schicksalsfügung mein unfreiwilliger Aufenthalt in dieser Welt wohl geschuldet sei. Und siehe da, endlich weiß ich, welche Bestimmung Fortuna mir zugedacht hat. Ich wurde dazu auserkoren, von einer Welt in die nächste zu reisen und die Pokémon vom Joch ihrer schmachvollen Knechtschaft zu befreien, in welche die Menschen sie getrieben haben. So würde sich die Macht über alle Welten in meiner Person vereinen. Doch um meinen ehrgeizigen Plan Wirklichkeit werden zu lassen, benötige ich eine willfähige Marionette. Und ich glaube, diese im Boss von Team Rocket gefunden zu haben. Ein Mann von purer Bosheit. Gelingt es mir, ihn zum König zu machen, gleich eine Schachfigur in meinem perfiden Spiel, so würde ich über allem thronen, was keucht und fleucht. Ich würde Herrscher über das Leben selbst werden. Denn Menschen mit ihren ach so leicht durchschaubaren Absichten und Zielen sind um ein Vielfaches leichter zu manipulieren als ein Wesen, dem jedwede Form menschlicher Emotionen fremd ist. Ihr werdet gewiss verständlich dafür haben, dass ich nichts dulden kann, was meinen Plan durchkreuzen könnte, diesen Mann zum König zu machen. Ich würde den aber gerne durchkreuzen, den Plan. Was? Wollt ihr auch mir da noch in den Weg stellen? Na gut, ich habe auch gewarnt. Wer es wagt, sich mir in den Weg zu stellen, wird vernichtet und in alle Winde verstreut. Erstmal bin ich froh darüber, dass wir doch noch Jesus sehen, denn von den ganzen Bossen ist er allein vom Motiv, was ihn antreibt, und auch von seinem Erscheinungsbild finde ich eigentlich der coolste, so muss man sagen. So, er wird majestätisch. Ah, er hat einen echt noch toll. Ah, da kommen wieder Emotionen hoch. Mit Damsel Monsieur. Da können wir auf jeden Fall nicht mit JJ drin bleiben, sondern wechseln am besten gleich. Ja, wir müssen zu Ursa überwechseln, oder? Er ist wahrscheinlich ehrlich, deswegen bringt Eissiegel nichts. Und die anderen. Ja, ich wechsle zu Ursula über, da machen wir einen kleinen Stalwar, den wir hoffentlich gewinnen sollten, und ja, dann schauen wir einfach mal. Weil ich glaube, ein Setup bringt es nichts. Ja, genau. Denn, seht ihr, genau deswegen, unter anderem hätte es nicht gebracht, wenn wir versucht hätten, mit JJ ein Setup hinzukriegen. Und Farm hatte halt auch noch Irrlicht. Von dem hätte es auch nicht allzu viel gebracht. Aber gut, Ursula kann es toxinisieren und auch dann sich gegenheilen, wenn er mich angreift, mit Spukball zum Beispiel. Das müsste ich mir eines erklären, wenn man das dann schon weiß. Und zwar, ich habe verstanden, dass die ganzen Bosse von irgendjemanden, wahrscheinlich von Giovanni, in diese Welt gerufen wurden, um ihm dabei zu helfen, diese... Oh nein! Verdammt! Jetzt bekommen wir nicht immer einen Volltreffer mit unserer Attacke, weil wir die Fähigkeit Mumie bekommen haben von Echner Toll. Aber das ist gar nicht mal so toll, ehrlich gesagt. Dann kann ich... Ja gut, egal. Dann ich greife trotzdem noch einmal mit Aqua-Durchstoß an und dann werde ich mich erstmal hochheilen. Also, Giovanni hat die ganzen Bosse in diese Welt gerufen. Das habe ich verstanden. Auf Verteidigung sinkt, das ist sehr, sehr gut. Ah, nein. Aber wir bekommen Irrlicht ab. Das ist natürlich nicht so toll. Also das habe ich verstanden, aber kommt er dann auch aus einer anderen Welt? Oder wo kommt der denn her? Sag mal, wo kommst du denn her? Wahrscheinlich nicht aus Schlumpfhausen. Aber setzt jetzt schon eine Top-Genesung ein. Okay, da habe ich es falsch kalkuliert. Also ist er dann schon aus dieser Welt, Giovanni, oder kommt er auch aus einer anderen Welt? Und wie hat es überhaupt bewerkstelligt, in diese Welt zu kommen? Und wie hat es bewerkstelligt, die anderen Bosse aus den Welten zu holen? Weil er muss ja über die Technologie dieser Ultrapforten verfügen, oder nicht? Und wenn er über diese Technologie bereits verfügt und die ganzen Bosse hierher gerufen hat, wieso braucht er dann eigentlich noch die Aether Foundation bzw. das Aether Paradies? Weil
da wird ja nur die Forschung, da werden ja nur die Ultraforten erforscht und die Technologie müsst ihr ja dann bereits haben. So, schau mal trotzdem, ob wir vielleicht einen Crit bekommen, einfach durch Zufall, dann wird unsere Verbrennung negiert und da hat ja schon minus Verteidigung. Aber bekommt nochmal einen Verteidigungsdrop. Okay, das ist schon mal gut, aber wir haben auch einen Special Defense Drop, deswegen müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Oh, wenn wir einen Crit bekommen. Wenn wir einen Crit bekommen, kann das wirklich sehr übel enden. Okay, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall gegenhalten. Ist natürlich jetzt ein kleines Stall War, aber gut, was sollen wir machen? Ich habe auch verstanden, dass die ganzen Bosse aus einer Dimension also kommen. Also, jeder dieser Bosse kommt aus einer anderen Dimension. Also, dieser Adrian und Mark, die kommen wahrscheinlich aus der gleichen Dimension. Und in den Dimensionen, aus denen sie kommen, da haben sie ihren Plan verwirklichen können. Das heißt, es gab keinen Kontrahenten, es gab keinen Protagonisten, also es gab uns nicht in dieser Welt. Und das habe ich verstanden, aber ich habe noch nicht ganz gerafft, eben wie Giovanni das hingekriegt hat, dass die herkommen. Das ist mir bis jetzt ein Rätsel. Jetzt ist die Frage, reicht der nächste Toxin aus? Ich hoffe, der nächste Toxin reicht aus, weil sonst habe ich ein kleines Problem, weil dann wird es sonst wahrscheinlich nochmal eine Genesung einsetzen. Top-Genesung meine ich. Oder setzt ihr überhaupt zweimal Top-Genesung beim gleichen Pokémon ein? Oder reicht schon Toxin? Bitte, das reicht schon. Perfektissimo. Sehr gut. Den Stall War haben wir gewonnen. Es war jetzt ein bisschen mühselig und unsere Ursula ist verkrüppelt. Aber gut. Was ist denn für ein legendäres Pokémon? Wenn man Reshiram hat, ist es dumm, dass sich Ursula verkrüppeln ließ. Ah, Bisofang. Das war, Tauros-Verschnitt. Da können wir auf jeden Fall JJ reinschicken. Wollen wir ein Setup versuchen? Wollen wir ein Setup eventuell versuchen? Ne, kann ich nicht wagen, oder? Er hat wahrscheinlich Schädelwurm, das würde mir mega viel Schaden machen. Ne, ich kann kein Setup versuchen. Einfach einen Nahkampf raushauen. Und das sollte eigentlich raus sein. Perfekt. Sehr gut. Ey, ich muss sagen, Bisofang, irgendwie ein cooles Pokémon. Am Anfang denkt man sich so, oh, so ein billiger, eben Tauros-Verschnitt. Aber der Afro macht es halt, Tricephalo. Ja, natürlich könnte ich mit JJ drin bleiben. Aber ich glaube, Tricephalo ist schneller als wir, oder? Was haben wir denn für Alternativen? Taser hält auf jeden Fall eine Attacke aus. Eisigel hält auf jeden Fall eine Attacke aus. Was hat dir gefallen? Sicher auch Finsteraura? Flammwurf hat es wahrscheinlich. Hat es Flammwurf? Dann wäre ein Taser. Dann müsste ich Ursula reinschicken. Aber Ursula kann jetzt... Ursula hat Drachenpuls, doch. Aber er hat auch Drachenpuls. Sein Drachenpuls wird auf jeden Fall mehr... Halt mir einen Drachenpuls aus. Wir schicken, glaube ich, Cruella rein. Weil ich habe Angst vor Feuerattacken, da will ich keinen Taser reinschicken. Und JJ lasse ich nicht drin. Wir hatten auf jeden Fall eine Drachenattacke und ich weiß nicht, ob wir eine tanken können. Und ich glaube, Tricephalo sollte schneller sein. Wir hingegen als Cruella sollten schneller sein als Tricephalo und können erstmal einen Drachenpuls raushauen. Ein Surfer. Er hat einen verdammten Surfer, verdammte Axt. Wow. Respekt. Und der ist auch schneller. Das habe ich auch irgendwie nach der... kommen sehen. Okay, dann muss ich Taser reinchecken, wohl oder übel, um Tricephalo irgendwie down zu kriegen, weil sonst habe ich gar keine Chance. So, Käfergebrumm sollte auf jeden Fall deutlich mehr als die Hälfte hoffentlich abziehen und ein One-Hit-KO wird es wahrscheinlich nicht. Ah, das ist böse. Es ist wieder ein One-Hit-KO. Oh Gott, ich unterschätze die Kraft von Taser. Ich hätte Taser sofort reinchecken müssen. Ah, Cesurio. Oh, okay. Cesurio kann ich als Setup-Farbe benutzen. Okay, JJ, let's go. Egal, ob er Reshiram hat oder was auch immer. Hat Cesurio eine Attacke, die mich wegknocken kann? Unlichtattacken hat er auf jeden Fall. Eisenschädel hat er auf jeden Fall. Das kann mir alles egal sein. Erstmal ein Drachentanz auf jeden Fall. Wie oft habe ich jetzt auf jeden Fall gesagt? Auf jeden Fall viel zu oft. So, JJ, und mal schauen, hat er Abschlag oder so? Eisenschädel, okay. Das sollte dann weniger als die Hälfte machen. Perfektissimo. So, nochmal ein Drachentanz. Dann werde ich das Ding mit Nahkampf ausknocken. Und dann sind wir plus 2 gegen sein Reshiram oder Sekrum. Ich würde mir eigentlich einen Reshiram eher wünschen, glaube ich sogar. Aber das macht keinen Unterschied, weil wir werden so beide ausknocken. Ich würde mir einen Sekrum wünschen, aber ich glaube, er hat einen Reshiram. Weil Dingenspunkt hat er ja auch Palkia. Von dem her, weiß nicht, irgendwie verbinde ich Palkia mit Reshiram und Sekrum mit... mit dem anderen Ding da. Wie hieß es nochmal? Ihr wisst schon, mit diesem Palkia und Dialga, genau. Dialga. Und was hat er denn? Er hat tatsächlich einen Reshiram. Okay, mit plus 2 sollten wir auf jeden Fall schneller sein. Und dann können wir auch endlich mal Wutanfall in Aktion sehen. Turbobrand, ja, schön für dich. Aber Jesus, da auf jeden Fall meiner Meinung nach bessere Gegner als Cyrus. Und
Wir waren einfach zu stark für ihn. Wir waren einfach deutlich zu stark. JJ ist das bessere legendäre Pokémon. Damit ist dein Plan leider nicht aufgegangen. Du wolltest hier der Marionettenspieler sein, dabei bist du nur eine Marionette, Jesus. Na gut. Wie kann ich gegen einen unbekannten Trainer verlieren? Ein Niemand! Ich bin nicht ein Niemand. Ich bin der Boss aller Bosse. Ich bin... Was soll das so bedeuten? Ich bin perfekt. Ich allein habe Team Plasma erschaffen und zu dem gemacht, was es ist. Ich bin der perfekte Herrscher. Und trotzdem haben sie verloren. Treten sie jetzt zur Seite. Sei still, du törichtes Girl. Schweig. Was? Kra! Schlägt er ernsthaft ein Mädchen? Du Dummkopf. Mich kann man nicht besiegen. Ich bin unbesiegbar. Ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen. Hör zu, du wirst von einem Eindringling. Wenn dir etwas am Leben dieses Mädchens liegt, dann lass sofort deine Pokebälle fallen. Feigling, Elender. Fokker, ich flehe dich an. Hör nicht auf ihn. Halt ein vorlautes Mundwerk und sei still. Ist das so schwer zu verstehen? Na nu, was wackeln deine Pokebälle denn so? Ob es wohl daran liegt, dass dein Pokémon darin vor Wut zittern? Wie dem auch sei, lass sofort deinen Pokéball fallen. Ja, ich muss sagen, wenn es darum geht, ey, was ist das für ein Arschloch, jetzt mal ernsthaft. Ich würde am liebsten den Popo versohnen, aber wir müssen halt für Lili da sein. Okay, Chef. Ah, braver Junge, das war eine weise Entscheidung. Der Sieger beschließt sich einen perfekten Herrscher wie mir. Wie ich sehe, bist du deinen Wahnvorstellungen treu geblieben, Jesus. Du? Ganz genau. Was hat das zu bedeuten? Schön, dich wiederzusehen, Lili. Wir sind uns im Labor ein paar Mal begegnet. Erinnerst du dich? Ach, Romas. Ich freue mich natürlich auch, dir erneut zu begegnen, Fuka. Pia hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihr eventuell Hilfe benötigen würdet. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber ich habe mich mit Hilfe des von mir entwickelten Achromaten unsichtbar gemacht und heimlich an eure Felsen geheftet. Jesus hat euch offenbar reichlich Probleme bereitet. Das hier ist allerdings nicht der Jesus, den ihr kennt. Dieser stammt aus einer anderen Welt. Daraus folgt dann logischerweise, dass du der Achromaus aus dieser Welt hier bist. Dann erschließt sich mir indes nicht, was es dir bringt, meine Pläne zu durchkreuzen. Meine Güte. Ich verachte dich zutiefst, Jesus. Ist das nicht Grund genug? Nanu, was geschieht mit mir? Es reißt meinen Körper hinfort. Nein! Tschüss, Jesus. Du hast mir eigentlich gefallen. Keine Ahnung. Der Achromat ist zwar noch in der Testphase, doch ganz offensichtlich treten auch bei wiederholten Anwendungen kein Problem auf. Tja, dann wen wundert's? Wurde ja auch von Menschenhand angefertigt. Vielen Dank für die Hilfe, Achromas. Was genau ist denn mit diesem Jesus gerade eben passiert? Um es allgemeinverständlich auf den Punkt zu bringen, ich habe den Dimensionskanal von Jesus so justiert, dass er wieder in seine ursprüngliche Welt zurückgeschickt wurde. Doch unterschätzt Jesus bloß nicht. Dieser schreckliche Mensch ist nämlich willens und fähig, seine wahnwitzigen Ideen in die Tat umzusetzen. Wollen wir hoffen, dass die herbe Niederlage, die er hatte einstecken müssen, ihm eine Lektion in Sachen Demut erteilt hat und ihn in seiner eigenen Welt zu mehr Anstand veranlasst. Wollen wir es hoffen? Doch das Ätherparadies in seinen vorherigen Zustand zurückzuversetzen, das ist auch für mich alles andere als ein Kinderspiel. Man denke nur an all die verschiedenen Welten, die sich hier miteinander vermischt haben. Im Zentrum dieses Schlosses existiert weiterhin eine gewaltige Energie des Bösen. Schaffen wir es, die übermächtigen Gedanken dieses Mannes dorthin unschädlich zu machen, sollte dank des Achromaten alles wieder so werden, wie es vorher war. Es geht um den Boss von Team Rocket, nicht wahr? Wenn es uns gelingt, mit ihm fertig zu werden, dann sollte sich alles zum Guten wenden. Verstehe ich das richtig? Gut kombiniert, Lili. Genau das meine ich damit. Ich würde mich jetzt gerne einer eingehenden Untersuchung des Schlosses widmen, weshalb ich den Rest also euch überlassen müsste. Na gut, geht klar. Danke, Achromas. Das war sehr nett von dir. Heil erstmal meine Pokémon. Wir beenden erstmal den Part hier. Ich will nochmal schauen, ob du mir noch was zu sagen hast. Das Rocket-Schloss. Aber ja doch. Als Necromas Kraft, Ultrapforten zu öffnen, im Übermaß aus ihm floss, brachte dies in Verbindung mit der geballten Ladung an boshaften Absichten dieses Schlosses hervor. Dieser mächtige Wirbel sorgte dann dafür, dass Jesus unzählige Bosse aus den diversen anderen Welten hier landeten. Hochinteressant und doch frustrierend zugleich. Was jemand von meinem Format mit dieser Kraft alles hätte anstellen können. Also ist Giovanni doch auch aus einer anderen Welt und sind alle nur zufällig hier. Wie haben sie sich denn wiedergefunden?
gibt es irgendwie so eine WhatsApp-Gruppe der Bösewichte und die haben sich geschrieben, hey, ich bin in einer anderen Welt gelandet. Oh, ich ja auch. Okay, wollen wir uns nicht treffen und irgendwie die Menschheit unterjochen? Wahrscheinlich war das so. Finden wir es im nächsten Part heraus, meine Damen und Messieurs. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn ihr so wäre, würde ich mich darüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder dann. Schönen Tag noch, alles Gute und tüdelü.